Mit einer Lehre bei den Stadtwerken Kapfenberg gehörst auch du zu den Helden der Zukunft. Wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. In der Unterliga Nord-B geht es an diesem Samstagnachmittag in die zweite Spielrunde und da gibt es ein tolles Derby. Der FC Proleb trifft da auf DSV Leoben 2 und die Proleber, die haben einen Kantersieg gefeiert. Beim ersten Match haben auswärts in Lobmindal 4:0 gewonnen, sind somit auch Tabellenführer. Das wird heute ein spannendes Spiel. Einiges los beim Unterliga Nord-B Derby da zwischen Proleb und DSV Leoben 2. Und die Trainer sind bekannte Namen René Lerch und Michi Rosenbichler. Und der Schiedsrichter heute ein guter Mann, Jasmin Memedinovic aus Graz. Und den Matchball, den sponsert das Havakuk Leoben. Los geht's. Leoben 2 mit erstem gefährlichen Angriff, aber bei Kierl im Proleb-Tor ist Endstation. Leoben wie gewohnt sehr druckvoll, gut unterwegs. Bei diesem Zusammenstoß da ist zum Glück nichts passiert. Weiter geht's mit Eckball Proleb. Der Eckball wird da gut wegverteidigt von Leoben 2. Und Leoben versucht's wieder, aber die Proleb-Defensive stark drauf heute. Und dann klopft Proleb ordentlich an. Schieninger Proleb da, ein kampfbetonter Spieler, gibt ihm alles. Und der Kierl im Proleb-Tor kann sich bei Grause Schuss auszeichnen. Herrn aus Proleb, ein polender Proleb-Abwehr. Ja, da gibt's die Karten zu kaufen! Und da gibt's einmal eine gelbe Zweckskritik. Wir blenden in die 40. Spielminute und da gibt's das 1:0 für die Gäste aus Leoben. Ein schön herausgespielter Treffer, den erzielte Koraus. Leoben mit 1:0 vorne. Und vor der Pause passiert nichts mehr. Dieses 1:0 für Leoben ist auch der Pausenstand. Wusstest du, dass Hunde nicht lesen können? Okay, das kann man sich ja fast denken. Aber wusstest du, dass die Stadtwerke Kapfenberg GmbH eine der günstigsten Tankstellen in der Region betreibt? Falls nein, jetzt weißt du's.
Anfang der 70er hat es im Fußball in Leoben ein Ballett gegeben. Was war das für ein Ballett? Hochhofen-Ballett. Ja, und kannst du mir da ein paar Kicker aufzählen, die da gespielt haben? Sicher. Wolny, Sieber, Birkner, Bohm, Popovic, Pritschitz und der, ja, es hat es noch viele gegeben, Loreka, die, was da gespielt haben, und der Rauskogler. Ja, perfekt. Du hast den Gutschein gewonnen. Gratulation. Danke. Danke für das. Ja. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Prolet versucht's da gleich, aber der Angriff da zu harmlos. Und Leon, spielerisch stark, lässt die Kugel rollen. Und dann ein Leon-Hochkaräter, das sollte man natürlich treffen. Kukander Leoben da mit einer feinen Aktion. Aber dann Prolet mit einem weiten Ball in den Leoben-Strafraum. Und der Mandl, der ist da und macht das 1:1 für die Proleber. Tolles Tor für Prolet. Und der Mandl, ein echter Goalgetter. Spielstand 1:1. Kierl im Prolet-Tor, natürlich ein Aktivposten. Und für Prolet gibt's wieder mal eine gelbe, aber das Match wäre geführt. Timo Bertl versiebt da einen super Sitzer für die Gäste. Leon will den Sack zumachen, scheitert aber am starken Kierl. Und am Spielstand ändert sich nichts mehr. Prolet und DSV Leoben 2 trennen sich mit einem gerechten 1:1 Unentschieden. Stimmen zum Match. René Lerch zu diesem 1:1 Unentschieden? Nicht befriedigend für uns, natürlich. Aber wir sind durchaus hergefahren, dass wir da gewinnen wollen. Hat auch lange Zeit so ausgeschaut und dann durch das Tor leider X. Und zum Schluss haben wir nicht mehr nachlegen können. Ja, und natürlich die Abwehrleistung. Der Prolet und auch der Tormann haben eine gute Partie gespielt. Ja, keine Frage, aber trotzdem muss man sagen, dass wir 3-4 hochkarätige gehabt haben. Auch zum Schluss jetzt, das ist vor 6-7 Meter, es muss einfach ein Tor sein. Das ist so. Wie schaut eure Zielsetzung aus? Ja, wir wollen eigentlich schon vorne mitspielen. Start ist jetzt einmal, sage ich mal, so olala mit 2x. Und ja, schauen wir, was die restliche Meisterschaft noch bringt. Wir haben viele junge Spieler drin, sicher heute waren ein paar, sage ich, von den ersten dabei, die aber auch keine Spielpraxis haben. Und alles andere ist ja, aufbauen und schauen, dass wir uns sukzessive steigern. Alles Gute. Dankeschön. Ja, der Jonas Mandl ist ja der Matchmacher, der Proleber, der Goalgetter. Was sagst du zum Unentschieden? Ja, war auf jeden Fall eine harte Partie. Also wir hätten nicht gerechnet, dass die mit 4 Regionalliga-Kicker da anreißen im Proleb auf unserem kleinen Platz. Aber ich meine, wir sind in Rückstand geraten, aber ein großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir so zurückkommen durch so einen Kampf. Wir waren wirklich heute 90 Minuten da und wir können gut leben mit dem Punkt, würde ich sagen. Ja, und ihr habt sie wirklich einen guten Start erwischt. 2 Spiele, 4 Punkte. Ja, also wir haben uns das erarbeitet, gute Vorbereitung gespielt. In Laubing da oben dominiert. Heute gegen Donauwitz wirklich den Punkt härtestens erkämpft. Also sehr gute Mannschaft zurzeit drauf. Und heute wird gefeiert? Ja, den Punkt, den werden wir uns genehmigen heute. Danke, alles Gute. Danke, ciao.